Oh Gott, von wo? Ne, mich kriegst du nicht. Wir können jetzt mal Tennis spielen. Tennis, komm her, schieß mal auf mich, danke. Da haben wir Tennis gespielt und... Holz haben wir sogar noch hier. Ja, ich gehe gleich nochmal bei der Farm vorbei, denn ich muss da mal hin. So, hier ist nichts drin. Wir legen uns mal schlafen, das wäre auch mal eine tolle Idee. Eventuell könnte ich ja nach diesem Minecraft-Let's Play, könnte ich ja eventuell hier Feed the Beast machen oder hier Minecraft Hardcore zocken. Also Hardcore bedeutet dann... Wir brauchen erstmal Eisen. Ja, nee, das bedeutet nicht, wir brauchen erstmal Eisen, sondern wir zocken dann... wir dürfen halt nicht einmal sterben und wenn wir das... Wenn man halt gestorben ist, dann... ist die Welt halt für den Arsch, die kannst du dann nicht mehr spielen und... Ja, mal gucken. Dann könnte ich mir auch dann Ziele geben, denn... Eventuell kommt da mal so ein Ziel, ja, geh mindestens 2 oder 3 Mal in den Nether und komm da auch heil wieder raus. Das wäre zum Beispiel ein Ziel, was ich versuchen würde zu schaffen. Keine Ahnung. Versuch einmal was zu brauen oder keine Ahnung. Naja, wir gehen jetzt erstmal in den Nether, das habe ich erstmal vor. Natürlich ohne Feuer. Hallo Skelly. Ihr seid ja hier so Aimbot-mäßig unterwegs, ne? Ihr seid auch Hardcore drauf. Verdammte Viecher. So, das Feuerzeug weiß ich nicht, ob ich das mitnehmen soll. Fackel nehme ich mit. Ich brauche ja was zum Orientieren. Bedeutet, ich muss die Fackel raus. Ah, ich habe gesagt, ich wollte meine Farm vorbei. Stimmt, hab ich vergessen. Ist noch Kohle. Natürlich gucken wir uns sogar noch ein paar Fackeln machen, aber das mache ich nicht. Ja, mal gucken. Mal gucken. So, Farm, hallo. Hallo. So. Ich nehme ein paar Brote mit, habe ich mir gerade so beschlossen. Zack, das sollte eigentlich reichen. 10 Stück. Ja, machen wir noch ein paar mehr. Guck mal eben kurz beim Fernseher vorbei. Wie viel steht's? 0-0. Ah, in Rosenheim. Finde ich gut. Ist gerade neu angefangen oder so. Hat gerade neu angefangen. Ein Jahr so für mich, letztes Jahr Überraschungsmannschaft, bester Aufsteiger nebenbei auch noch und mal. Ich lasse das Schwert mal hier. Kann ich doch ein bisschen Holz mitnehmen? Ne, haben wir hier nicht. Okay, dann nehmen wir halt nichts mit, das ist auch nicht gerade so schlimm. Und go, go! Gleich gucke ich erstmal nach, ob über wie lange ich schon aufnehme. Beziehungsweise, ja, seit wann ich angefangen habe. Landschaft wird runtergeladen. Netter Bildschirm. Okay, ich sehe. Aha. Ich meine, hier ist schon mal Nether weg. Da ist auch noch ein bisschen Nether. Das ist schon Quarz. Cool. Kann ich das abbauen? Ja, kann ich. Kann ich tatsächlich. Geil. Nehmen wir doch erstmal den ersten Quarz mit. Keine Ahnung, was man damit machen kann. Ist ja auch eigentlich erstmal egal. Gucke ich mal im Singleplayer nach. Ich muss ja eigentlich heute aufnehmen. So, zack, zack. Wir nehmen mal ein bisschen Netherrack mit. Den brauche ich eventuell auch teilweise fürs Haus zum Bauen. Ich würde eigentlich... Eigentlich hätte ich vorher ein bisschen Glowstone hier abzustauben, denn ich brauche den. Teilweise auch wegen der Stadt, denn Glowstone ist wichtig für hier Lampen, um die Stadt hell zu halten. Und da möchte ich keine Redstone-Lampen nehmen und das braucht eigentlich zu viel Redstone. Aber da ich viel Redstone habe, ist mir das eigentlich egal. Was wird das hier weg? Das Geld ist ja sowieso schon, wenn man hier einmal kurz begrünt, dann ist das schon weg, der Niederweg. Der Netherrack, den werde ich nicht fürs Haus benutzen, denn aktuell spiele ich nur noch mit meinem Texture Pack, das ich ja zusammengestellt habe mit 3 Texture Packs, die
ja, die mir am besten gefallen haben halt. Darunter war halt Faithful, Sex und John Smith, die mir gefallen. Und da ist Glowstone, zwar eine Menge Glowstone, das ist über der Lava, oder? Kann sein, hier ist irgendwo ein Gas, den ich höre. Nur solange ich die Pigments nicht angreife. Theoretisch könnte man das ja eigentlich mitnehmen. Es ist nicht so über der Lava. Ich glaube, das machen wir mal. Vor allem ist da unten so fast wie gar keine Lava. Noch ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen schief. Da müssen wir gleich uns da runterbauen. Ah, guck mal, hier ist schon mal Glowstone Nummer 1, 2, 3, 4, 6. Das sollte. Na, jetzt muss ich erstmal hier irgendwie hochkommen. So, wie viel habe ich denn gerade in meinem Inventar? 8. Bin ich ja noch ein bisschen noch da. Niederberg können wir genug mitnehmen, denn Niederberg ist schnell abzubauen. Und dauert auch nicht lange. Das. Der fällt ganz unten, das ist nicht gerade so toll. Das Gute ist, man braucht für den Glowstone nur 4. Also 4 Glowstone das, ne? Ich weiß ja nicht, vielleicht kennt ihr euch teilweise mit Minecraft aus, wie zum Beispiel ich. Und das war natürlich auch geil, wäre, wenn wir mal endlich einen Sumpf finden würden, weil Sumpf wäre natürlich auch mal geil. Ein paar Pilze mitzunehmen. So, wie viel haben wir denn jetzt? 55. 55 geteilt durch 4 ist irgendeine Kommazahl, habt ihr recht. Ich denke mal gerade nach. Wie viel könnten wir denn ungefähr damit machen? 40, 16 können wir nicht machen. Wir können uns 13 machen. Bis jetzt 13. Ich darf auch nicht das mit dem Portal vergessen, weil sonst komme ich nicht mehr raus. Das wäre natürlich ein bisschen bitter, denn ich möchte gerne auch wieder zurück. Hallo, ihr ganzen Zombie-Fuzzis. Pigment-Zombies, ja, ich weiß, wie die heißen. Das Glowstone! Oh, geil! Wie geil der geplatziert ist hier, ey. Und das sogar eine Menge. Wir machen erstmal das Feuer hier aus, das braucht mich keiner. Dann nehmen wir noch ein bisschen Netherrack mit, den nehme ich ja gerade teilweise verloren. Was natürlich viel geiler wäre, wenn wir die Festung hier finden würden. Das wäre natürlich geil, aber ich wollte eigentlich erstmal nur den Glowstone mitnehmen, dann wieder zurückgehen, safen und dann wieder rein. Und dann ohne wertvollen Sachen, weil. Wäre natürlich geil. So viel Glowstone zu haben ist schon geil. Jetzt haben wir fast 2 Stacks haben wir gleich. Hier will ich nicht nachgucken, weil ich glaube nicht, dass hier was ist. Wir haben jetzt übersehen hier. Und wir gehen wieder zurück. So, Quarz haben wir 33. Das sollte auch erstmal reichen. Ich weiß nämlich nicht mal, was man damit anfangen kann. Ist ja seit der 1.6. zugefügt worden. 1.5, keine Ahnung. 1.5, sorry. Denn ich war in der 1.5, glaube ich, noch kein einziges Mal in der Hölle, wie man es auch nennt. Ist es ja. Oh Gott, von wo? Ne, mich kriegst du nicht. Wir können jetzt mal Tennis spielen. Tennis, komm her, schieß mal auf mich, danke. Da haben wir Tennis gespielt und wir spielen weiter. 1-1. Spaß. Und wieder zurück. Da ist so eine Stelze von der Festung. Da ist eine Stelze von der Festung. Ich hab keinen Bock mehr auf Tennis mit dir zu spielen, du. Hässiges Vieh, ey. Scheiße, war zu kurz. Geil, der ist gestorben, weil ich mit dem Scheiß. Ey, weh, das ist jetzt da reingefallen. Das wäre ärgerlich. Scheiße. Och man, jetzt hat er die Gasträne hier ins Feuer droppen lassen. Das ist so assi, ey. Na egal, hier ist die Festung, die ich hier eigentlich
haben wollte. Der ist nicht weit weg vom Portal. Das ist schon ein gutes Zeichen für Lohn. Weil ich brauche ja auch irgendwann mal hier Lohn, um die Stäbe da zu kriegen, also die Lohnstäbe da, um dadurch ein Brauchstand zu machen, richtig. Wir gucken erstmal hier, wann habe ich denn angefangen aufzunehmen, und zwar um 5:45. Wie viel habe ich denn gerade? Keine Ahnung, weiß ich gerade nicht, steht hier nicht, aber wir sind auf jeden Fall weit. Viertelstunde, nochmal Viertelstunde, 30 Minuten gleich haben wir gleich. So, hier ist der Brick, den ich so eigentlich haben wollte fürs Haus. Da nehmen wir eine Menge mit, würde ich sagen. Ich höre ja eigentlich einen Slimer, ich weiß auch nicht, wo der ist. Ist doch eigentlich egal. Wir wollen jetzt erstmal hier hoch. Wenn wir hier oben sind, dann bin ich zufrieden. Haben wir den ersten Teil dieser Folge schon geschafft. Also haben wir eigentlich schon, wir sind in den Nether gegangen, was ich eigentlich vorhatte, und haben jetzt gleichzeitig eine Festung gefunden, und das ist toll. Also Teil von der Festung, ich kann nicht genau sagen, ob es überhaupt hier eine Festung ist. Also garantiert ist die in der Nähe eine Festung, aber wer weiß, wo die ist. Wir haben rechtzeitig ein bisschen Zaun mitgenommen, den kann ich auch gebrauchen. So, wir sind jetzt hier oben. Da geht's lang. Natürlich folgen wir das hier. Wir haben jetzt 41 Nether Brick. Und wenn ich jetzt hier in die Lava falle, ist das ein bisschen Pech. So, Loh und Stäbe wollte ich ein paar mitnehmen. Hier ist nichts. Könnten wir hier eigentlich auch auf diese Skelette, diese Wizard-Skelette treffen? Das wäre ein bisschen scheiße, weil das guckelt hier gerade beim Springen. Und ich glaube, da oben ist der erste Blaze-Spawner. Und ich habe hier nicht recht. Das will ich hier nehmen. Oh Gott, ich bin am Brennen. Ich bin am Brennen, ich bin am Brennen. Kommt hier runter, ihr Spastis. Oder auch nicht. Dann gehe ich euch eben holen, das geht auch. Na, dann gehe ich euch eben holen. Hi! Hast du über... Jawohl, das ist der Braustand schon mal. Und der Braustand... Ja, ein Braustand brauchen wir nur. Das ist noch einer. Jawohl! Wie viel Glück ich gerade hab. Ich glaube, bisher jeder einer gedroppt. Geil. Und ich habe noch keinen einzigen Damage gekriegt, außer vielleicht gerade eben, aber... So. Stab haben wir. Spawner haben wir. Spawner soll ich den abbauen? Hier ist genug. Würde ich sagen. Aber wir machen ja einfach erstmal... Ich will den Brick haben, ganz ehrlich. Wir bauen einfach hier unten irgendwo. Ah, das ist nicht hier. Aber können wir auch... Und hier müssen wir aufpassen, halt, weil hier irgendwo eventuell was sein könnte. Also bedeutet hier unter uns. Ich möchte schon gern ein Stack, zwei Stacks mitnehmen. Denn das sollte erstmal fürs Netherhaus reichen. Im Netherhaus ist ja halt das Portal und die Kisten, wo halt das ganze Netherzeug reinkommt. Da muss ich mich unten. Kann ja nichts haben. So. Gehen wir erstmal wieder zurück. Das sollte erstmal für das hier erstmal reichen. Denn das ist jetzt schon eine Menge, was wir gekriegt haben hier. Was jetzt eigentlich noch fehlt, wären diese hier, wie heißen sie? Netherwarzen wären geil. Jetzt noch. Aber da hier eine Festung ist, ist das nicht so schwer, die zu finden. Es wird einfach nur eine Suche werden, die wir hier machen müssen. So ein die Stäbe, die haben wir, die sind perfekt, die bräuchte ich auch. So, ich hoffe, da oben war irgendwo das Portal. Wenn nicht, dann bin ich am Arsch, denn ich habe danach keine Ahnung mehr, wo das ist. So, wir machen jetzt erstmal hier, markieren wir erstmal hier Cobblestone. Denn ich hätte das vorher eigentlich auch machen müssen. Wir gehen jetzt erstmal einfach hier lang. Das sollte
schon passen. Weil wir von hier oben irgendwo kommen, glaube ich. Ich meine, nee, hier gibt's nicht. Weil da ist die ganze Lava, bedeutet, das ist nicht weit weg von hier. Ist wahrscheinlich da drüben irgendwo gewesen. Nee, ich bin nirgendwo über die Lava gegangen. Eigentlich war es hier um die Ecke irgendwo. Das wäre ein bisschen peinlich, wenn ich finden würde, weil dann müsste ich mich rausschießen und das wäre ein bisschen scheiße. Das wollt ihr auch wahrscheinlich nicht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ihr nicht wollt, dass ich die ganze Zeit im Nether bin. Das ist nicht so toll, würde ich mal so sagen. Das Geile ist, ich komme hier nicht hoch. Na, okay, ne. Netherstein heißt der hier im Deutschen. Den trotzdem Netherweg, weil der Netherweg geil ist. Nein, Spaß. Ist er nicht, aber. Da ging's raus. Da ganz oben. Seht ihr doch, oder? Da ging's hoch. Nein, Spaß, das ist die Mucke nicht. Das ist bei hier gefällig hoch. Ich glaube, es war hier so in der Richtung. Könnte auch sein, dass es da oben irgendwo war. Hier habe ich doch. Klar, hier habe ich doch das Ding ins abgebaut. Da in der Höhle ist das gewesen. Hier in der Höhle. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber es ist schon ungefähr. Das wäre geil, wenn ich mich hier schon. Ah nee, hier habe ich mich einmal. Doch, hier war das. Gib ich raus. Dann ist das Portal. Wo? Hier ist es. Geil. Gefunden. Und ab nach Hause. Das war erstmal ein tolles Abenteuer in der Hölle. Das ist aber noch nicht das letzte gewesen. Das kann ich euch jetzt schon verraten. Denn, oh geil, es ist Nacht. Das ist. Okay, was ist geil? Das ist eigentlich ganz okay. Was steht hier? Ah, hier wohnt Maxo. Danke, Maxo, dass ich bei dir schlafen darf. Ich sende von dir. Ich sollte auch bald mal hier weiter an den Häusern bauen, aber jeden Tag an, also jedes Mal im Haus zu bauen, ist echt langweilig manchmal. Für die Zuschauer wahrscheinlich.